Was geht? Willkommen zum zweiten Teil von Hide & Seek. Wir spielen wieder mal um 10.000 Euro, meine lieben Freunde. Und heute haben wir tatsächlich auch das Bargeld dabei. Aber nur ganz kurz gucken, okay? Nur ganz kurz. Ah, und jetzt machen wir es wieder zu und das geht direkt an den Sicherheitsmann weiter. Perfekt. Moment mal. Leute, wir sind heute hier im Saturn, genau genommen im Experion. Das ist übrigens der Ort, wo wir 39:4 gegen Berlin gewonnen haben. Arschgeile Nummer. Ich würde sagen, Vorhang auf für unsere Contestants. Und das ist es mal wieder, das absolute Line-Up von YouTube, TikTok, Instagram. Was machst du eigentlich? Instagram und Twitch Deutschland. Verein, kennt die Regeln. Ich suche, wer zuletzt steht und überlebt. Ich werde schießen. Der kriegt eine Runde weiter und bis jetzt ist nur Mo weiter und wir fragen uns alle, warum. Wahrscheinlich, weil er das Geld nötig hat. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Hallo, ich bin Dave. In it to win it. Hier für die 10.000 Euro. Hallo, ich bin Nova und ich möchte gerne 10.000 Euro haben, weil meine Haare sehr teuer waren und genau. Es ist sau schade, dass niemand hier ist, weil er einfach im Video bei mir sein möchte. Es geht allen nur ums Geld. Hallo, ich bin Jodie und Sebastian ist mein Ex-Freund und das war's. Wie, das war's jetzt? Ja. Oh. Hi, ich bin Theo, ich mache TikTok und will Revi 10.000 Euro klauen. 3, 2, 1. Könnte jemand vielleicht das Licht für mich halten? Das wäre super geil. Weiß nicht, hier ist ein Sack, was ist das Licht? Okay. And four contestants trying to hide and seek inside the Das ist nicht die Kamera, das Licht ist nicht die Kamera. Nicht hinter. Schlecht. Sehr schlecht. Kann man da rein? Ja. Okay. Nee. Nee, das ist unfair. Toll. Besser. Wir haben heute mal wieder einen arschgeilen Joker dabei und zwar ist es der junge Mann. Wenn ich nämlich gleich sage, durchs Handy oder hier das Mikrofon, wie heißt das? Funkgerät. Danke. Durchs Funkgerät sage, hallo Jody, sag mal Arcani. Und Arcani wird gerufen, dann wird Arcani dahin laufen. Das ist die Idee. Vielleicht ist er aber auch einfach zu blöd für alles, weil er hat eben beim Kacken auch neben seinen eigenen Arsch geschickt. Ich würde sagen, die Mädels und Jungs hatten genug Zeit, sich zu verstecken. Wir haben hier schon mal eine Runde Hide-and-Seek gespielt. Im Endeffekt möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass Maxify das letzte Video übrigens nach uns gedreht hat. Also hat er die Idee quasi gestohlen. Ich werde ihn anzeigen, Herr An. Die nächste Location wird Andersick, meine Freunde, denn wir sind gerade dabei. Tobi, nein. Tobi, bitte. Ja, wo geht der hin? Das Preisgeld ist weg. Wir sind gerade tatsächlich dabei, auf einem illegalen Organhandelmarkt eine Drehlizenz zu bekommen. Ich würde sagen, meine Freunde, Tobi, nimm den Spürhund und wir ziehen los. Ist der Thema vorbei? In der Nacht. Ja, jetzt schon. In den Tiefen des Saturn. Wir kommen. Oh. Mal wieder heißt es, ich muss die Contestants niemals finden. Dave, wiederhol das nochmal bitte ganz kurz. Ihr werdet mich niemals finden. Wir werden ihn finden, weil er ist ein Saturn, das weiß ich. Also, wie immer muss ich die Contestants, Contestinnen berühren, damit ich hier quasi einen Catch-up habe. Oh, das ist. Sieht hier soweit relativ clean aus. Das Ding ist, wir haben halt hier ultra viele Verstecke, dadurch, dass es hier überall Tische mit Stühlen gibt, wo man sich extrem gut drunter verstecken kann. Das Ding ist aber, meine Freunde, ich gehe einfach mal davon aus, dass hier oben wahrscheinlich keiner sein wird, denn das wäre extrem dumm. Na, wir haben hier unten noch die Fläche. Oh. Wir schauen natürlich erstmal hier auf die Toiletten. Sebastian, machst du jemanden da Respekt oder du hast die Gaukel? Nein, 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 nein. Hier ist jemand in der Toilette drin. Ich würde sagen, hier ist scheinbar niemand. Oder hinter der Tür. Wen haben wir denn da, hä? Da ist er doch. Der Sinn des Lebens. Hier ist also niemand. Ich zeige euch kurz den direkten Weg in die Frauentoilette. Den habe ich schon ganz oft benutzt. Oh, darf ich hier nicht rein? Moment mal. Jungs, da ist eine Frauentoilette abgeschlossen. Was mache ich jetzt, wenn ich da drüber gucke und da sitzt noch ein Gast drin vom Saturn? Okay, wir gucken kurz. Also... Nee, oder? Ja, hier ist halt abgeschlossen, aber... Ja, funk, funk einfach, funk einfach. Nee. Ist das dein Ernst? Nein. Okay. Wie zum Teufel? Jody, ist das dein scheiß Ernst? Das hat was von der perversen Szene hier gerade. Okay, ich muss jetzt da rüberkommen und dich berühren. Du hast doch die Möglichkeit abzuhauen. Wenn du es da schaffst, da rüber zu klettern. Ich komme jetzt rüber. 3, 2, 1.
Wo bist du? Jody, ruf mal Akani. Ich mach's einfach so. Wenn ich ohnmächtig werde, kipp ich mit dem Kopf gegen die Tür. Dann geht die auf, dann kann ich hier haben. Perfekt. To be honest, ich scheiß drauf, ich gebe mir zweite Chance, ehrlich jetzt. Akani zieht gerade irgendwo hin. Jody, ruf mal Akani. Ich hab sie echt verloren, oder? Und das ist mir jetzt das zweite Mal in meinem Leben passiert. Ich hab sie ein zweites Mal verloren. Egal, wir suchen weiter. Hier, letzte Zeugnisse von unserem 39-4 Sieg. Ja, die Bar hier ist auch clean. Wir müssen runter. Nee, Snack. Okay, hier unten ist es extrem dunkel. Hat unser Hund eine gute Nachtsicht. Scheiße, Mann, ich brauche echt ein Licht. Aber bei, wenn hier jemand sitzen würde, würde ich ja das Handy leuchten sehen, wa? Nee. Ich habe mein Handy nicht dabei. Hast du deins? Oh Mann! I got you. Alter. Ich gebe dir noch eine Chance. Okay, du bist raus. Ja, schade. Okay, Nova, du kannst Fortnite spielen jetzt, ja. Ey, fuck, Alter, dass wir erst eine Person gefunden haben, macht mir gerade ein bisschen Sorge, ne? Hier ist eine riesige Area. Hier war auf jeden Fall ein Big Tournament irgendwas. Ich habe was gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Ding fällt um. Wer ist denn so krank? Dave! Du. Okay, Dave, wo soll das enden? Mit 10.000 Euro auf meinem Konto. Ich bin schneller als du und ich werde bleiben. Ich glaube nicht. Wie viele Leute sind noch drin? Nicht der Letzte? Nein. Ich probiere einfach, möglichst große Distanz zu Sebastian zu halten. Ich nehme mich immer schön ein paar Meter weg, dass ich eh dazu noch schneller bin als der. Dave, guck mal, das ist doch scheiße, Alter. So spielen wir das doch jetzt nicht. Da ist alles noch drin. Oder ich biete dir an, meine 10.000 Euro in einem Schnick-Schnack-Schnuck aufs Spiel zu setzen, wenn du dafür, falls ich komplett gewinne, noch 5.000 für Charity draufpackst. Okay, komm her. Ja, ey, so dumm bin ich da auch nicht. Nur eine Runde. Hier ist eins. Schnick-Schnack-Schnuck. 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 Ja! Okay, du tust kein Charity drauf. Was? Ja, jetzt darfst du mich auch fangen, ne? Ja. Weil ich ein Mann von Ehre bin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jody ist hier oben irgendwo. Ich habe sie eben am Klo überrascht. Nicht das erste Mal, ne? Yeah, Champ. Wow, das war ein Sexwitz. Jody, rufst du einmal bitte ganz laut nach Akani? Akani. Du musst ein bisschen lauter rufen, leider. Akani. Wo ist sie denn? Ich habe eben den Arsch gebrochen, glaube ich. Das wäre so ein krass Versteck gewesen. Theo, kurzer Statusbericht. Wie geht's dir denn? Erzähl's mir doch mal. Also mir geht's super. Und Theo, wie geht's dir? Ja! 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 Oh, nice. Okay. Theo, wir wissen, dass du unten bist. Schrei mal und wir kommen dich holen. Theo, du hast gewonnen. Theo, wo bist du? Theo, du hast gewonnen schon. Du bist weiter. Wo bist du? Oh mein Gott! Moment, warte. Was? Wo ist der? Es ist kein, du warst näher an ihm dran. Du hättest nicht näher an ihm dran sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hä, ich guck doch nicht in den Schrank rein. Als ob der im Schrank drin ist, Mann. Mann, als ob Theo in den Schrank reinpasst. Die verarscht mich doch. Guck doch einfach. Ihr habt wirklich jeden Schrank aufgemacht, außer den, wo er möglicherweise sein könnte. Ah, halt's Maul! Halt's Maul! Das ist nicht dein Ernst! Ich hab den komplett ausgebaut, den Schrank einmal. Oh, und das wieder zusammen. Du hast die ganzen Böden da rausgenommen. Ja. Das ist insane. Das ist next fucking level, Bro. Holy shit, Mann. Danke dir. Ey, willkommen im Halbfinale. What the fuck? Und dann hatte ich immer kurz Angst, dass ich so outpasse, wegen, weil das ja kein Sauerstoff drin. Hast du Tierzüchen durch mal aufgemacht? Ja. Das ist es einfach. Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde von Hide and Seek. Checkt auf jeden Fall Daves Kanal aus, Theos Kanal, Novas Kanal und Jodys Kanal. Ist alles verlinkt in der Infobox. Und Kuss geht raus an Saturn, an Experion. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wieder.